Hallo und willkommen bei 20 Minuten Retro bei uns auf dem Kanal der Knalltüten. Wir spielen 20 Minuten Retro-Spiele und stoppen, sobald die Zeit rum ist. Anschließend bekommt ihr eine persönliche Einschätzung von uns. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann lasst einfach ein Abo und einen Daumen da und aktiviert im besten Fall die Glocke. Das kostet euch nichts und hilft uns zu wachsen. Solltet ihr mehr von dem Spiel sehen wollen, dann lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Und jetzt genug gequatscht, viel Spaß bei 20 Minuten Retro. Willkommen zu 20 Minuten Retro bei uns auf dem Kanal der Kindertüten. Ich bin der Jaro85 und wir spielen heute Secret of Mana 2. Natürlich eine übersetzte Version, weil ich glaube, das Original Secret of Mana 2 oder halt wie das hier heißt, Seiken Densetsu 3, ist in Deutschland so nie erschienen. Und wenn, dann würde es, glaube ich, Trials of Mana heißen. Aber wir spielen Secret of Mana 2 in der deutschen Übersetzung von Special Man und noch von ein paar anderen. Wir probieren es einfach mal. Mal gucken, ob es uns Spaß macht. Der Timer läuft ab jetzt. So, wir machen ein neues Spiel. Ist ja klar. Wir suchen uns einen aus. Wir sind, ja, wir sind gleich der. Wir heißen Duran. Oder B, oder B hier. So, wir heißen nicht Duran, wir heißen... Wir heißen Jaro, ist klar. Zahlen gibt es auch. Deswegen heißen wir Groß-Jaro. Jaro 85. Und fertig. Achso, ich will noch einen aussuchen. Okay, dann nehmen wir noch den. Ja, das ist Hawk. Den nennen wir einfach Hawk. Und dann nehmen wir noch die Frau hier. Und die heißt Angela. Okay. Oder Angela. Wie auch immer. Los geht's. Mit Secret of Mana 2. Es ist die Super Nintendo Version. Das Remake Trials of Mana könnt ihr euch bei Steam zum Beispiel kaufen. Oder gibt es auch auf allen möglichen Plattformen. Xbox, PlayStation, Nintendo Switch. Aber natürlich in etwas anderer Grafik als jetzt. Punkt, Punkt, Punkt. Hey, Jaro 85, du bist dran. Zeig ihm, was du kannst. Hm? Wir? Das Tor öffnet sich. Das weiße Licht rückt näher. Mal sehen, was überhaupt passiert. Ganz lange weißes Licht. Ein König. Und nun, die finale Runde des Schwertkämpfer-Turniers. Kontrahenten, los geht's. Oder so. Zerstörer, du glaubst, du kannst gewinnen. ja. So, wir müssen kämpfen. Wir sind ja mit dem Buschelhorn. Fangt an! Okay. Wo ist jetzt hier drauf schlagen? Warte mal, hier so. Au. Au. Kann ich auch schlagen oder was? Ah, so ist schlagen. Okay. Jetzt ist der Balken hier auch wieder auf? Weiß ich nicht. Zumindest können wir den hier ordentlich auf die Mappe hauen. Jetzt ist unser Balken grün da unten. Kann man den dann hier... Achso, wenn man gedrückt hält, kann man hier einen auf Attacke machen. Au. Weg, du Blechbüchse. Wir sind... Au. Unsere Energie wird knapp. Ah. Anderer Knopf drücken. Au. Wir sind gleich tot. Ich weiß gar nicht, kann man die überhaupt besiegen? Für den ersten Gegner wirkt er ziemlich stark. Ja, der liegt. Jetzt, wo man weiß, welchen Knopf man drücken muss, ich gebe auf. Tja, wir haben auch gewonnen. Nun, das reicht. Ja, 85, Sohn des Loki hat das Turnier gewonnen. Danke. Achso, können wir mit ihm reden? Hi, König. Ja, yeah. Ja, 85, ein Söldner aus Forsina, dem Land der Steppe.
Lange Zeit diente sein Vater dem Königreich als einer der Elitesoldaten des Goldes. Aber in der Zeit von Jahre 85s Jugend ging Loki fort und wurde nie mehr gesehen. Nachdem Jahre 85s Mutter an einer Krankheit starb, kümmerte sich seine Tante Stella um ihn. Doch mit der Erinnerung an seinen Vater wuchs der Schwertkämpfer in Jahre 85. Mit dieser Fähigkeit wollte der König Richard als seinen Söldner in Forsina dienen. Wollte er, nicht wollte der. Ach jo, der Burg. Wir sind Ritter. Er muss wach bleiben. Unsere Geschichte ist bald zu Ende. Mach dir keine Sorgen. Ich drehe noch eine Runde. Bin gleich zurück. Okay. Da geht der. Und wir auch? Ne, wir nicht. Der geht eine Runde. So, wir sind hier. Wir sind schon wieder eingeschlafen. Gute Nacht. Schwimm, schwummel, schwabbel. Achso, das sind unsere Eltern. Oder so. Papa, wo gehst du hin? Drachen ausrotten. Der Gegner von diesem Mal wird der Drachenkaiser genannt. Bekannt als der stärkste der ganzen Drachengilde. Aber keine Sorge, es wird alles gut werden. Zusammen mit Prinz Richard werden wir siegen. Jahre 85, kümmere dich um Mama und deine Schwester, während ich fort bin. Okay, komm bald wieder. Der geht jetzt gegen Drachen kämpfen. Simone, es tut mir leid, als Loki heraneilte, um mich zu retten, fiel er und der Drachenkaiser in einen bodenlosen Abgrund. Eine Woche suchten wir nach ihm, aber wir hatten kein Glück. Verstehe. Loki war bis zu seinem bitteren Ende ein Soldat des Goldes, habe ich recht? Sicher war es in seinem Sinne, so glorreich zu sterben. Simone, sei stark. Also bin ich ein Waisenkind. Stella, Schwester. Simone, warum hast du uns deine Krankheit verschwiegen? Wenn Loki gewusst hätte, dass es mir schlecht geht, wäre er hier geblieben. Ich wollte ihm nicht zur Last fallen. Wie tragisch, euch jetzt beide zu verlieren. Schwester, die Kinder. Keine Sorge, ich werde gut auf sie aufpassen. Danke. Simone! Jetzt irgendwie von uns gegangen. Das war die Rückblende. Das hat er geträumt. Besser gesagt, es war eigentlich ja, eine Vergangenheitsreise. Nein, ich darf nicht so enden. Ja, was ist jetzt hier? Kann der auch rennen, ja. Was ist hier passiert? Wir sind alle platt. Steh auf! Ja, was zum Henker? Was ist passiert? Weil wir haben nur geschlafen. Du bist ein Magier. Der ist hier reingerannt. Da rennen wir auch herein. Das ist der Thronsaal jetzt. Ah ne, das ist der komische Magier. Ey, du! Stopp! Wer bist du? Hehehe. Was für ein scharfsinniger Junge du bist. Komm her, du. Haha, was ist so lustig? Du kamst, um der beste Schwertkämpfer von diesem Schloss zu werden. Aber jetzt werden dir deine Grenzen aufgezeigt. Sei ruhig. Ist der jetzt schon wieder? Du musst wohl nicht treffen. Haha, du bist doch ein Kind. Junge Kinder als Söldner. Ist das alles, was König Richard zu bieten hat? Ich dulde es nicht, dass du seine Majestät beleidigst. Den kann man wirklich nicht treffen. Jo, der uns aber umso mehr. Uff, jetzt brennt er wie so ein Lebkuchenherz. Au! Ja, hast du sonst noch was? Mir geht's immer noch gut. Und nun dein Ende. Es sind Eindringlinge im Schloss! Findet sie! Diesmal hast du noch Glück gehabt. Wir machen ein anderes Mal weiter. Mit solch einer armseligen Abwehr lebst du ohnehin nicht mehr lange. Oh, warte. Ganz nett, dass er ihn einfach umgeschmissen hat. Bösewicht. Ich hasse Zauberer langsam.
Letzte Nacht drang ein Magier in das Schloss ein und tötete alle Wachen. Nur Jahre 85 hat knapp überlebt. Zeugen sagen, der Magier habe einen roten Mantel getragen. Das muss der berüchtigte Zauberer des Roten Lotus aus Altena gewesen sein. Altena entsendet Spione in unser Land? Sie plant sicher eine Invasion. Wir sollten angreifen. Wir dürfen ihnen nicht den ersten Angriff überlassen. Einen Moment. Wir haben keine Hinweise, dass Altena eine Invasion plant. Jemand, der nicht einmal Jahre 85 zu stoppen vermochte, drang in das Schloss ein. Aber wir haben zu wenige Ressourcen, um eine Invasion zu bewerkstelligen. Und ich möchte nicht, dass unsere Truppen in eine Falle tappen. Außerdem ist die höchste Priorität zurzeit, die Sicherheit des Schlosses zu gewährleisten. Wir werden Leute nach Altena schicken, die die Situation in Augenschein nehmen sollen. Wie Eure Majestät es wünscht. Okay, also gehen wir nach Altena und so. Altena, Königin Altena, warum sollte sie uns angreifen wollen? Tja, gute Frage. Vielleicht ist sie plötzlich böse? Verdammt, verdammt! Bruder, deine Wunden sind ja nicht verheilt. Du gehörst ins Bett. Verdammt, roter Zauberer, ich... Bruder, reiß dich zusammen. Punkt, Punkt, Punkt. Weintes Baby, Bruder, ich hasse dich. Punkt, Punkt, Punkt. Venti. Venti klingt ja fast wie Killer Menti. Aber Killer Menti sind nicht am Start. Hey, bist du nicht der Bruder von dem kleinen Mädchen? Alles war eine Frau. Ich sah sie weinend davonlaufen. Er fühlt sich im falschen Körper oder so. So, wir rennen. Weg. Ja, komm, wir rennen dem Mädchen mal hinterher. Das ist ja Schwester. Schwester Menti. Venti. Hä? Guck, ob der was zu sagen hat. Ich wollte nach Osten zu der Stadt Maya gehen. Aber ich darf Forsina nicht verlassen. Okay. Selbst Bayern rennen hier rum. Unschlecht. Aber wo ist jetzt das Mädchen hingerannt? Also Schwester. Hast du Schwester gesehen? Oh, Jaro, lange nicht gesehen. Du bist groß geworden. Du ähnelst deinem Vater. Oh, danke. Oder so, je nachdem, wie der Vater jetzt genau aussah. Ist so. Ja. Jaro 85, dein Vater Loki kämpfte bis zu seinem Tod gegen den Drachenkaiser. Das Schicksal jedes Ritters. Gib nicht auf und werde ein großer Ritter, wie dein Vater. Der Hund, der knurrt ja bloß. Ein Knurrhund. Komm schon irgendwo einrühren. So, okay, nee, wir gehen jetzt mal. Hier hast du Schwester gesehen? Tut mir leid, Jahre 85. Ich hab bei Nacht darf niemand die Stadt verlassen. Das ist Teil der neuen Sicherheitsbestimmungen. Okay. Der ist nicht hingerannt. Hinten, nee, die ist nicht. Stella. Wie hatten die geredet? Jahre 85, bist du das? Ich kann auch nicht nach Hause gehen. Denn der Ach. Ich müsste die Edel finden hier. Das Kind da. Was steht denn hier drauf? Zweites Stockwerk. Wahrsagerin. Ja. Ich suche trotzdem die Ene. Also das Kind. Also die Tochter. Nee, Quatsch. Der Bruder. Nee, auch nicht. Die Schwester. Tür ist zu. Geht nicht. Tja, du findest bei dem ganzen Schlamassel hier Kind. Oh, hier ist er noch, ja? Das Leben einer Person ist zu 99% Schicksal. Das letzte 1% ist die Hoffnung, die du in dir trägst. Du siehst aus, als ob du eine Wahrsagerin gebrauchen könntest. Lass es mich versuchen. Hör auf, ich glaube nicht an Glück. Das Einzige, an was ich glaube, ist Stärke. Sag mir, wie ich stärker werde. Ei, was machst du da? Wenn du Stärke erlangen willst, geh nach Wendel. Der Priester des Lichtes wird dir die Klassenwechsel erläutern. Klassenwechsel? Au! Die einzige Klasse, in die du wechseln wirst, ist unreifer Tyrann. Hau ab! Ja. Wahrsager, ich halte davon eh nicht. Klassenwechsel? Wenn es mir hilft, diesen Zauberer zu besiegen, werde ich nach Wendel gehen und es versuchen. Nach Wendel? Ist nicht ein Bäcker so? Ist ein Hotel? Ja, die bloß verkäufende Leute. Wo ist denn hier die Schwester nun? Hier hast du Schwester gesehen? Warte mal. Ein Schiff nach Yat lief vor kurzem aus. Dieser Hafen liegt direkt neben Wendel. Direkt neben Wendel? Ich will keine Brötchen haben, ich suche meine Schwester.
Wir sollen jetzt noch voll quatschen damit. Oder vielleicht die da. Vielleicht die hier hintergerannt? Oder ist das noch so ein Opa? Die Blumen blühen früh dieses Jahr. Ich hoffe, das ist kein schlechtes Omen. Okay. Wuff, wuff! Ja, ist ja gut. Wuff, wuff. Hä? Die kann doch nicht verschollen sein, die Gutste. Oder geh doch mal hier rein. Okay, da muss ich doch gesehen haben. Hey, Jacho, vergiss den Zauberer. Lass uns feiern. Keine Zeit. Bist du wieder okay? Der König ist besorgt. Ein Feind, den selbst du nicht besiegen kannst. Vielleicht ist der das hier. Hattest du immer noch nicht genug Drinks für heute? Doch. Oh. Jetzt muss ich hier die Tante da so... Ja, hier ist auch noch ein Zimmer. Ist auch keiner, wo die hingerannt ist. Wir überlegen bald nach Wendel zu gehen, damit der Priester das Licht unser Kind tauft. Okay. Es ist unser erstes Kind. Wir hoffen, den Segen der Mana-Göttin zu erhalten. Ja, ja. Ich brauche Segen. Ich suche hier meine Schwester, die ja wieder sich verkrümelt hat. Meine Güte, hier sind überall nur Händler drinne. Der sagt, ich kann doch nicht nach Hause gehen. Oder vielleicht die Mutti hier unten was gesehen? Die will ich mit uns reden. Will oder kann nicht? Ist das? Katze hier? Zzz. Ja. Zzz. Achtung, bist du gar Hund? Alles klar. Jetzt geht er ja doch heme. Verarschen. Schlafen lauter Typen. Wendy. Hey Bruder, Glückwunsch zu deinem Sieg. Achso, das bleibt sich trotzdem. Punkte. Erstmal, wieso sagt er denn erst, dass er erst nicht nach Hause gehen kann? Jaro packt für seine Reise. Ich werde diesen Zauberer nie vergeben. Bevor ich ihn nicht getötet habe, kann ich nicht zurückkommen. Ich kehre nicht um. So, was haben wir hier? Sag vielleicht doch noch Tschüss. Wendy, Tante Stella, es tut mir leid. Ich muss aber jetzt los, weil ich muss den Zauberer irgendwie reinpennern. Schon ist hell. Was kommt hier doch raus? Warte! Tante. Jahre 85, wenn du gehst, nimm bitte dies mit dir. Was ist das? Es ist das Schwert, das Loki trug, als er noch jung war. Mit diesem Schwert gewann er das Schwertkämpferturnier gegen Prinz Richard. Ich weiß, es ist auch nur ein Bronzeschwert, wie deins jetzt. Aber bitte! Nimm es. Ich sage Wendy, dass du gehst. Sprich mit dem König, bevor du gehst. Er wartet. Seine Majestät? Er wusste, dass du so etwas planst. Schließlich bist du Lokis Sohn. Ich kümmere mich nicht umsonst die ganzen Jahre um dich. Ich bin stolz auf dich, Jahre 85. Ja, danke. Danke, Tante. Ich komme sicher zurück. Ja, aber erst müssen wir mit dem König reden. Der hat ein Pläuschlein mit uns zu halten. Deswegen ab zum König. Theoretisch müsste das Schloss ja jetzt offen sein. Ja, ist es auch. Jetzt muss man den König finden. Der wird bestimmt auf seinem Thron sitzen. Ja, weg. Ich muss zum König. Hab eine Audienz. Boah, da sitzt immer so viel. Warum sitzt die König immer sonst wo? Bin ich an der Tür warten? So, ich muss rein. Macht euren Dienst. Hi, König. Jahre 85, du gehst auf eine Reise? Eure Majestät, es war mein Fehler, dass der rote Zauberer entkam. Ich kann ihn nicht vergeben für das, was er mir und dem Königreich angetan hat. Erst wenn ich diesen Zauberer geschlagen habe, kann ich zurückkommen. Ah ja, verstehe, Jahre 85. Pass auf dich auf. Danke. Immer wenn ich ihn sehe, kommt er mir mehr und mehr wie sein Vater vor. Deswegen bin ich jetzt zu dem gerannt, um mir noch ein Danke abzuholen. Hätte er mir am Telefon sagen können. Aber hier gibt es kein Telefon. Komm, ich gehe jetzt auf Reise. Geh weg. Ich muss auf Reise. So, renn. Die Musik wirkt zumindest erstmal fröhlicher als sonst.
Ende war lustig. So, ich muss gehen. Ciao. So, okay. Oh, Bienen. Oh. Das sind jetzt keine Poke-Puschels. Das gab's doch bei Secret of Mana 1 als erstes. Das waren Poke-Puschels. Jetzt beginnt hier der Action. Sieg! Da war eine Kiste. Naja, vergessen. Au! Au! Treffer. Und jetzt als Superangriff. Ne, toll, nicht eben getroffen. Dezent vergiftet. Au, au, au. Jetzt. Sieg, gibt es jetzt wieder eine Kiste hier. Diesmal nehmen wir es mit. Heilkräuter erhalten. Super. Das können wir uns wieder gesund machen, wenn wir mal krank sein sollten. Die Dornwespe. Die steht sogar oben drüber. Au. So, steht wieder Sieg da? Nee. Ah ne, weil hier noch eine Dornwespe rumdornt. Weil du Dornwespe. Jetzt bist du fällig. Sieg. Gibt's eine Kiste? Nö. Die Dornwespe hat keine Kiste in der Hosentasche gehabt. Oh, eine Höhle. Canyon. Hier geht's raus aus dem Canyon. Gruselig Canyon. Aber hier ist eine Brücke. Und irgendwas Romantisches passiert. Aber das werden wir leider nicht mehr sehen können, das Romantische. Denn der Wecker bimmelt. Und die Zeit ist um. Das war Secret of Mana 2. Es war natürlich erstmal viel Gequatsch am Anfang. Aber so ist es nun mal bei einem Rollenspiel. Gerade der alten Schule. Dann erst recht. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. Und wir sehen uns im nächsten Retro-Special. Was ja schon seit einigen Wochen läuft. Wieder. Bis dahin, macht's gut. Euer Jaro. 85.